So, wir werfen heute einen Blick auf den Elgato Smart Key. Die Box haben wir hier, aber wir haben die ganze Geschichte schon ausgepackt. Das ist ein Schlüsselbundanhänger. Der sieht ein bisschen aus wie diese Zulasskontrollen. Ihr kennt die vielleicht, wenn ihr in einem größeren Büro arbeitet, mit dem man unten die Schranke aufkriegt oder einfach in den Fahrstuhl reinkommen kann. Hier ist ein kleiner Druckknopf drauf auf der einen Seite. Die Rückseite ist zu. Das Ding kostet 40 Euro und ist so ein kleines Bluetooth-Modul, was man sich hier an den Schlüsselbund dranhängen kann. Der hat mehrere Funktionen und ich würde sagen, einen zeigen wir mal kurz. Wir schauen uns die Einrichtung gleich nochmal gesondert an, aber jetzt haben wir schon mal einen von diesen Smart Keys hier aufgesetzt und können mal kurz zeigen, wie das im Live-Einsatz funktioniert. Zum einen lässt sich mit dem Smart Key das Handy suchen. Man hat das verlegt gerade. Wo ist es? Ich brauche mein Handy. Drückt hier einmal rauf und bringt das Handy dazu zu klicken. Wenn wir uns hier mal das iPhone angucken, dann meldet sich da der Smart Key und ja, sucht halt das Handy, beziehungsweise hilft einem dabei, über dieses Geräusch das Handy zu finden. Also ich tippe hier nochmal rauf. Und man kann das Gerät dann einfach piepen lassen. Das ist im Großen und Ganzen die Funktionalität, die dieses Ding hier am Schlüsselbund dran hat. Auf der anderen Seite, und dazu schauen wir jetzt mal auf die iPhone-App drauf, sehen wir hier, dass wir mit der Smart Key-Applikation auch den Schlüssel suchen können. Ich tippe jetzt hier oben mal auf dieses kleine Leuchtesymbol. Und jetzt fängt unser Smart Key an zu piepen, solange bis wir den Fund hier wieder bestätigen mit dem Druck auf die Taste. Das sind so die beiden Optionen, die man hat. Was er ansonsten noch macht, und das sehen wir hier unten vielleicht in der Liste drin, der führt so ein kleines Tagebuch darüber, wann hat er sich wo mit dem Gerät verbunden, welche Aktionen sind gerade durchgeführt worden, wurde der gerade gesucht oder nicht. Und was ganz interessant ist, wir können hier reingucken und sehen dann immer, in welcher Geoposition die letzte Aktion aufgetreten ist. Das heißt, wenn ich das letzte Mal, dass die Verbindung meinetwegen verloren wurde, kann ich hier angucken, zeigt mir mal in der Karte, wo das genau war. Sollte ich den Schlüssel dann unterwegs verloren haben, dann habe ich hier die Möglichkeit zu schauen, alles klar, das letzte Mal hatte mein iPhone eine Verbindung zu dem Schlüssel, meinetwegen im Einkaufszentrum. Jetzt ist er nicht mehr da, dann würde er wahrscheinlich im Einkaufszentrum liegen. Batterie ist ein bisschen alle, aber das macht überhaupt nichts. Ich würde sagen, jetzt haben wir die beiden Optionen mal gesehen, die wir hier haben, nämlich vom iPhone aus den Schlüssel suchen, vom Schlüssel aus das iPhone suchen und wir schauen uns mal die Einrichtung an. Bevor wir das machen, vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Man sieht hier unten so eine kleine blaue gestrichelte Linie, die ist dafür da, um die Nähe zum Schlüssel zu entdecken. Wenn der hier ganz nah dran ist, ist die relativ groß, der Ausschlag. Ich versuche ihn jetzt mal wegzuwerfen aus dem Bild raus. Und wir sehen, die kleine blaue Linie, die nimmt ein bisschen ab. Und das gibt einem dann die Möglichkeit, auch wenn man den Ton gerade nicht hört, den Schlüssel dann zu suchen, indem man mit dem iPhone durch die Wohnung läuft und dann schaut, wann die blaue Verbindungslinie da wieder zunimmt. Gucken wir uns mal die Installation an. So, die erste Installation, die geht relativ schnell vonstatten. Man kann hier mehrere Smart Keys, ich glaube bis zu 9, mit dem eigenen Gerät verbinden. Um das zu machen, müssen wir hier in so einen Suchmodus reingehen. Das ist quasi der erste Startbildschirm, den man auf der iPhone-Applikation sieht, wenn man das Ding ausgepackt hat, beziehungsweise die App installiert. Und wir drücken jetzt hier einfach lange auf diesen Smart Key rauf, bis diese kleine LED, die da drin ist, anfängt grün zu leuchten. Das macht sie jetzt. Das Gerät sollte den Schlüsselanhänger dann finden. Zack, hat es gefunden und bietet uns jetzt mehrere Modi an, die wir auswählen können. Wir haben hier einen Automodus, einen Schlüsselmodus, Tasche, Gepäck und Kamera. Und die beeinflussen, welche Meldungen auf dem iPhone angezeigt werden. Dieser Schlüsselmodus, wenn ich den zum Beispiel auswähle, dann sagt er mir hier immer, wenn er sich mit dem Schlüssel verbindet, zeigt er mir auf dem iPhone kurz eine Bestätigung an. Und wenn er sich trennt, dann fangen beide Geräte an zu piepsen. Das heißt, man weiß, oh, alles klar, Schlüssel hat jetzt die Reichweite zum Telefon verlassen und ich möchte gerne informiert werden. Diese vorgefertigten Modi hier, meinetwegen den Gepäckmodus, der ist dafür da, wenn man am Flughafen wartet auf seinen Koffer. Sobald der Koffer dann auf dem Gepäckband einrollt, wird hier ein kleiner Ton abgespielt. Man weiß dann, alles klar, ich brauche nicht die ganze Zeit an dieser Gepäckschlange warten, sondern ich stehe einfach auf, sobald der Anhänger hier einmal piepst, beziehungsweise mein Handy mich informiert. Man muss aber nicht einen dieser vorgefertigten Modi hier wählen, sondern kann auch einfach sagen, man stellt sich einen eigenen zusammen und kann den dann den eigenen Bedürfnissen nach anpassen. So, ich habe jetzt hier das persönliche Profil ausgewählt und habe die Möglichkeit einmal die Einstellung für den Schlüsselbundanhänger, also für den Smart Key an sich zu verändern
und kann die Einstellung von meinem iPhone verändern. Und hier können wir uns dann zum Beispiel aussuchen, beim Verbinden, wenn der Smart Key und das Telefon eine Verbindung herstellen, dann soll er mir doch bitte einmal die LED blinken lassen an dem Smart Key und meinetwegen auch einen Ton abspielen, dass er sich da kurz meldet, dass er verbunden ist. Beim Trennen können wir uns hier auch was aussuchen. Und was soll passieren, wenn wir auf dem iPhone die Finden-Taste drücken? Die gleichen Settings haben wir hier nochmal beim Gerät. Wollen wir eine Mitteilung eingeblendet haben, wenn der Schlüssel sich verbindet oder nicht? Können uns das hier festlegen. Jedes Mal, wenn so eine Aktion provoziert wird, also wenn man den Schlüssel dann, wenn sich die Verbindung gerade trennt, dann merkt er sich automatisch immer die Geoposition. Das brauchen wir hier nicht gesondert einstellen. Haben wir das alles aktiviert, können wir hier noch Ruhezonen festlegen. Das hat den Sinn, dass man sagen kann, alles klar, meinetwegen zu Hause, man wohnt jetzt in einem Haus mit 2 Stockwerken, verliert er ab und zu mal die Verbindung, weil der Schlüssel immer unten an der Eingangstür hängt und sobald man dann in den Keller geht, ist die Verbindung verloren. Dann kann man hier sagen, auf dieser Geoposition möchte ich keine Alarmsignale, keine Piepsereien und nichts haben. Also immer wenn ich zu Hause bin, sollen beide Geräte einfach stumm bleiben. Informiert werden möchte ich nur, wenn ich mich außerhalb dieser Ruhezone befinde. Das haben wir soweit. Hier unten können wir noch ein eigenes Bild setzen. Da können wir ein Foto machen, wenn wir wollen, oder uns Bilder auswählen, vorgefertigte. Können der ganzen Sache ja noch einen Namen geben und haben die Möglichkeit zu schauen, wie doll ist der Akku noch geladen, beziehungsweise die kleine Batterie, die hier drin ist, das ist so eine Knopfzelle, die lässt sich selber auswechseln. Und welche Firmware haben wir gerade? Da haben wir noch keine Firmware-Aktualisierung bekommen. Vielleicht gibt es noch mal eine. Im Großen und Ganzen war das die Smart Key-Applikation. Batterie bald leer, da sollte ich drauf achten. Ich denke, er zeigt mir jetzt hier gerade die vom iPhone an, weil ich da oben nur noch 8% habe, weil die Batterie im Smart Key ist eigentlich relativ neu. Das war's von den Settings her. Wir können hier an der Seite eigentlich nicht viel machen. Da können wir halt nochmal in die Fragen und Antworten des Herstellers reingucken. Aber im Großen und Ganzen spielt sich alles hier ab. Wie gesagt, es lassen sich mehrere Geräte verbinden. Wir haben hier so einen kleinen Verlauf, wann, wo, was passiert ist. Und das ist eine ganz praktische Geschichte, wenn man seinen Schlüssel ab und zu verliert, beziehungsweise in dem Fall, den wir letztens beschrieben haben, wenn man sein Auto jeden Tag Gott weiß wo geparkt hat und dann hier einfach nachgucken kann, wo habe ich mein Auto geparkt, dann lässt man den Smart Key hier nämlich einfach im Handschuhfach drin liegen und kann dann immer sehen, was bei die letzte Geoposition, an dem sich das Telefon und der Key hier voneinander entfernt haben. Alles klar, da steht der Wagen. Die ganze Sache funktioniert über Bluetooth 4.0. Das heißt, stromsparend, arbeitet im Hintergrund, verbindet sich ab und zu und guckt immer, wo die aktuelle Position ist. Provoziert hier Push-Nachrichten, sobald man hier auf den Button raufdrückt. Wenn man das eingestellt hat, das haben wir ja gerade nicht gemacht. Und das ist der Smart Key von Elgato. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kostet 40 Euro. Und wir gucken uns demnächst noch ein paar Alternativen an.